Leute, ich werde heute ein kleines Anfütterungszeug herstellen und zwar auf Schleinangeln und auf Karpfenangeln und ja, mal gucken, ob die Fische morgen beißen. Und zwar, ich würde zuerst einmal, die Grundrezeptur ist ja klar, erst ein Paniermehl. Ja, so viel braucht er jetzt nicht rein, also Packung ist jetzt leer. Und dazu noch ein bisschen Schleinfutter. Da habe ich ja extra was für Schleie besorgt, also ich habe eine gute Erfahrung gemacht und ja, da machen wir auf jeden Fall ein bisschen was rein. Wir haben jetzt Anfang April, Wassertemperatur ist noch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, 5 Grad, 6 Grad. Das Gewässer ist ungefähr 2 Hektar groß, 1,5 Meter, 2 Meter tief. Ja, mal gucken, was da so abgeht, ob die Fische schon beißen. Gut, ich werde jetzt einmal eine halbe Maisdose erstmal pürieren. Machen wir eine ganze Maisdose rein. So, die wird komplett püriert. So sieht die Pampe denn aus. Ne? Also dadurch werden sie halt nicht so satt und es sättigt die Fische halt nicht so schnell. Und das kommt jetzt alles mit da rein. Platsch. Dazu mache ich rein ein bisschen was von dem Zimt. Das bringt auch noch immer einen schönen Duft noch mit rein. Und Schleine lieben ja auch so Zimt. Das kann da ruhig alles rein. Da ist es auch weg. Ist die Packung leer. So. Das kann ruhig ein bisschen schön duften. So, dann ist es auch weg. So, jetzt haben wir noch eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Grundzutat, die auch wirklich ein Geheimtipp ist. Und zwar Hanfsaat. Ich nehme davon jetzt, ja, eine Handvoll. Mehr auf keinen Fall und zu viel darf es auch nicht sein, ne? Ja. Ich habe jetzt eine kleine Tüte vom Bioladen. Die können Sie aber auch, also am besten ist, wenn man das irgendwie, weiß nicht, Fressnapf oder andere Läden besorgt, das sind glaube ich 2,5 Kilo für 5 Euro. Kommen wir schon ein bisschen damit hin und ja, diese kleine Packung hat ein bisschen mehr gekostet. Halt Bioladen. Ja, so sieht das Gemenge jetzt erstmal aus. Das müsste noch alles zusammengemixt werden hier. Ah, wie das duftet, also sehr, sehr lecker. Ich möchte noch ein bisschen selber reinbeißen. Und jetzt sieht man schon, dass die Konsistenz ist schon sehr gut sein oder so, ne? Also klar noch ein bisschen mehr Wasser morgen früh, denn, wenn ich dann am Wasser bin. Aber das soll es schön über Nacht durchziehen. Und dann ist das eine völlig ausreichend. Ja, das stinkt. Das stinkt bestialisch, dieses Hanf. Wenn das erstmal geröstet ist, dann stehen die ganze Küche danach. Ist komplett blau, die Küche. Also ist nicht ganz so toll. Aber für die Fische zuliebe tun wir das alles. So. Das sieht schon mal so aus hier. Schön eingeröstet. Kann aber noch schön, bis sie aufplatzen und ein bisschen weicher werden und dann kommen die mit ins Futter rein. So sagen wir noch ein bisschen Zucker hinzu. So, mal gucken. Da sind der Fantasien eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man kann immer schön was zugeben. Wenn das hier zu wenig ist, können noch ein bisschen mehr Paniermehl zugeben. Das ist alles kein Problem. Ich tue noch ein paar Maden zugeben, Würmer, aber ja, also die Schleien, die sind bei uns ziemlich aktiv und die beißen eigentlich ganz gut auf Mais. Da brauchen eigentlich keine Maden oder Würmer. Ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht mit Mais. Auch mal eine Wurm-Kombo, aber ja, das ist völlig in Ordnung. So, jetzt mal die Konsistenz. Einmal reingucken. Das ist einmal sehr schöne Konsistenz jetzt schon. Man kann das wirklich zusammendrücken und wenn das so zerfällt, dann ist das wirklich perfekt. Ne?
So. Angerührt wird es halt morgen erst richtig. Aber halt, dass es mal heute Nacht noch ein bisschen durchzieht, morgen früh natürlich rechtzeitig am Wasser sein. Das ist natürlich immer das A und O, ne? Bis der Sonnenuntergang, Sonnenaufgang ist 6.45 Uhr morgen früh. Ja, dass wir dann wirklich um 6.30 am Wasser sind. Mal gucken. Es könnte sein, dass die Bisse erst später kommen, wenn das Wasser ein bisschen wärmer wird. Aber wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, wir gucken mal. Machen wir noch ein Ästchen Rosmarin rein. Ich glaube, es kann alles gar nicht schaden, wenn da ein bisschen ein paar Ästchen drin sind. Einfach mal ein bisschen zerreiben. Am besten noch mit einem Stößel. Und ja, ich habe ja eigentlich einen Stößel hier, aber ich mache das jetzt einfach mal hier ein bisschen rein. Mal gucken, ob das alles ein bisschen heute Nacht ein bisschen durchziehen kann. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. So, der Hanf ist fertig. Der ist schon ziemlich schwarz. Und jetzt seht ihr wirklich, das ist schwarz und blau und das ist richtig ekelhaft, was hier passiert. Die Körner springen auseinander. So, das reicht völlig, bevor der Rauchmelder angeht. So. Das war natürlich scheiße. Heißes Fett, Wasser. Ist natürlich nicht so in Ordnung. Ja, jetzt das Ganze durchrühren natürlich. Natürlich nicht. Dann verbrennen sich die Finger, ne? Sieht man jetzt schon, das qualmt immer noch. Aber das kann man der Arm schön durchziehen. Dann habe ich ein richtig schönes Anfütterungszeug morgen früh. Und seht ihr, das ist eigentlich recht einfach und schnell gemacht. Gut, eine Viertelstunde haben wir es gebraucht dafür. Naja, gibt Schlimmeres, ne? Das so wie es ist. Ein bisschen Mais morgen früh zugeben. Und. Oder halt so lassen und dann mit Mais ein bisschen auf den Teppich rausschmeißen und dann gucken, was geht. Ja, ich verabschiede mich erstmal für heute. Und morgen früh werde ich dann mal aufs Schleien gehen, Karpfen. Mal gucken, was da so geht. Ich will auf jeden Fall die Kamera da mitnehmen und schauen wir mal, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Fisch überlisten können. Und ja. Dann wollen wir gucken. Heiß. Dann wollen wir gucken, was die Fische, was das Anfütterungszeug der morgen bringt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Dann beim Schleinangeln. Und dann bis zum nächsten Mal.